Dreimeng, 5 Buchminütchen, Ausgabe 3. Liebe Zuhörer und Gernleser, willkommen zur dritten Ausgabe von Dreimeng, den Buchvorstellungen von und mit Edna Alden. Da es in den letzten beiden Ausgaben um recht ernste Themen ging, habe ich diesmal einen Roman aus dem Fach der Komödie ausgesucht. Das Buch heißt Dackelblick. Dieser Titel sagt schon alles. Hier wird aus tierischer Sicht das oft seltsame menschliche Verhalten beleuchtet. Der kleine Dackelmischling Karl Leopold von Eschersbach landet wegen seiner nicht reinrassigen Abstammung im Alter von 6 Monaten im Tierheim. Dort entdeckt ihn Caroline Neumann, eine junge Musikinstrumentenbauerin. Sie findet ihn so süß, dass sie ihn sofort mit nach Hause nimmt. Dort stellt sie ihn ihrer besten Freundin Nina vor und tauft ihn auf den Namen Herkules. Ihr Freund Thomas ist allerdings wenig begeistert von dem neuen Hausgenossen und so gibt es gleich einen heftigen Streit. Herkules lernt derweil im Garten bei Carolins Werkstatt den lebenserfahrenen schwarzen Kater Herrn Beck kennen. Anfangs sind sich die beiden zwar Spinnefeind, eben wie Hund und Katze, aber schon bald wandelt sich ihr Verhältnis in eine streitbare Freundschaft. Dackel Herkules macht vieles falsch, diese Menschen sind aber auch sehr schwer zu verstehen und noch schwerer zu durchschauen. Als der Hund Thomas und Caroline in einer intimen Situation stört, rastet Thomas aus. Das Drama mit Geschrei und Gezänk ist perfekt. Für Herkules ist klar, er will nicht zurück ins Tierheim. Und außerdem, so ein Blödmann hat sein neues Frauchen doch wirklich nicht verdient. Thomas muss weg. Aber wie? Der Kater Herr Beck weiß Rat. Da Thomas insgeheim fremd geht, muss dies Caroline unbedingt erfahren. Den beiden pfiffigen Tieren kommt die richtige Idee und so wirft Caroline ihren Freund schließlich aus der Wohnung. Herkules ist glücklich, aber sein Frauchen nun leider überhaupt nicht mehr. Einige Jahre war sie ja mit Thomas zusammen und nun ist alles zusammengebrochen. Der Liebeskummer ist fürchterlich. Bis hierher hört sich das noch nicht so sehr lustig an, doch nun beschließt Herkules, es muss ein neuer Mann für sein Frauchen her. Aber diesmal muss es der richtige sein. So macht er sich mit Herrn Becks Rat und Hilfe auf die Suche. Zuerst mal schaut sich Herkules im angrenzenden Park um. Als ersten Kandidaten locken die beiden den obdachlosen Willi zu Carolins Werkstatt. Sie finden Willi sehr nett, auch wenn er etwas komisch nach diesem Zeug aus der Flasche riecht. Herkules hatte mit viel schauspielerischem Talent einen epileptischen Anfall vorgeführt. Caroline und ihr Kollege Daniel missverstehen die Situation allerdings gründlich. Sie vermuten, dass der fremde Mann lügt, unter einem Vorwand das Haus und die Werkstatt ausspioniert, um womöglich einen Einbruch zu planen. Der nächste Mann im Park vermutet bei der Anfallvorstellung des Dackels, dass dieser die Tollwut hat und eingeschläfert werden muss. Da bleibt nur schleunigste Flucht. Obendrein beißt sich eine Zecke im Dackelohr fest, die eine Entzündung verursacht. So wird Herkules von Caroline und Freundin Nina zum Tierarzt gebracht. Im Wartezimmer der Praxis verursacht Herkules durch seine Neugier auf die Kaninchen einer Frau gleich das nächste Chaos, wobei Nina dem Tierarzt beim Stolpern über die Hundeleine buchstäblich in die Arme fällt. Das alles war wohl nichts. Aber wäre nicht der nette Kollege Daniel der passende Kandidat? Herkules freut sich sehr, als sich Caroline mit Daniel zum gemeinsamen Kochen verabredet. Doch da platzt Freundin Nina dazwischen, die Caroline unbedingt von ihrer neuesten Verabredung mit dem Tierarzt berichten muss. Was für ein Elend, alles geht schief. Aber Daniel ist nach Ninas Meinung sowieso viel zu nett und außerdem schon seit gefühlten 100 Jahren Carolins Kumpel. Sie kennt ihn ja schon seit der gemeinsamen Studienzeit. Tja, und mehr als Freundschaft ist da wohl doch nicht. Herkules und Herr Beck sind noch am Überlegen, wie es weitergehen soll, als der Zufall zu Hilfe kommt. Bei einem Besuch in der Bank merkt Herkules nicht, dass dort gerade Filmaufnahmen stattfinden. Er hält den drohenden Bankräuber mit dem Gewehr für echt und beißt ihn kräftig in die Wade. Das Durcheinander ist wieder mal perfekt und die Filmszene ruiniert. Auf diese Weise lernt Caroline aber nun den jungen, gut aussehenden Hauptdarsteller des Films kennen, den alle Frauen im Land bereits anhimmeln. Er heißt Jens und ist sehr charmant, sogar zu Herkules. Nach einem romantischen Picknick ist sich der Dackel sicher. Das muss wohl der richtige sein. Derweil macht Nina mit dem Tierarzt wieder Schluss, weil ihre Ansichten in vieler Hinsicht eben nicht miteinander harmonieren. Der Tierarzt heißt Mark und verabredet sich nun seinerseits mit Caroline, die ihn sympathisch findet. Na, das hatte Herkules gerade noch gefehlt. Ein Tierarzt, wo er doch da so ungern hingeht.
Wie wird das wohl enden? Welcher Verehrer wird Carolins neuer Freund werden? Und was werden Dackel Herkules und Kater Herbeck davon halten? Finden Sie es am besten selbst heraus. Das Interessante an diesem Buch ist, dass Dackel Herkules die ganze Handlung aus seiner Sicht und in der Ich-Form erzählt. Es ist jedenfalls urkomisch, seinen naiven Gedankengängen und den daraus resultierenden konfusen Ereignissen zu folgen. Die Autorin dieser gelungenen Komödie ist Frauke Scheunemann. Sie wurde 1969 in Düsseldorf geboren, studierte Jura, arbeitete als Volontärin beim Norddeutschen Rundfunk sowie als Journalistin. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Hamburg und schreibt sowohl allein als auch mit ihrer Schwester zusammen verschiedene Romane. Von Dackel Herkules gibt es inzwischen noch 3 weitere Fortsetzungen. Die Romane, die beide Schwestern gemeinsam entworfen haben, werden unter dem Pseudonym Anne Herz unter die Leute gebracht. Im Internet findet man ein interessantes Interview dazu, insbesondere wie das mit dem gemeinsamen Schreiben funktioniert. Frauke Scheunemann hat selbst einen kleinen Hund, den sie wohl für diese lustige Geschichte genau beobachtet hat. Jedenfalls werden Hundehalter sich in vielen Situationen bestimmt wiedererkennen. Aber auch alle Leser ohne Hund werden viel Gelegenheit zum Schmunzeln finden und sich garantiert gut amüsieren. Dieses Buch ist das Richtige für einen entspannten, unbeschwerten Feierabend auf dem Sofa. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Lesen und Lachen. Ihre Edna Alden.